Ein aufregendes Spektakel erwartet die Besucher der Volksbühne im Sommer. Ein klassischer Titel, aber er ist eigentlich gar nicht so klassisch angelegt. Also der Titel, ne, das stimmt, also Romy und Julia ist natürlich klassisch, aber dann der Zusatz, kein Happy End ohne Tod oder ohne Tod kein Happy End, der verrät dann schon, dass es sich doch ein bisschen etwas anderes handelt als Shakespeares Romy und Julia. Ohne Tod kein Happy End, das klingt ein bisschen philosophisch. Ja, so kann man es auch sehen, aber es ist eigentlich sehr eine praktische Geschichte. Es geht darum, dass Romy und Julia zu Lebzeiten nicht heiraten hätten dürfen, weil ihre Häuser ja, die Familienhäuser zerstritten waren. Das heißt, ihre einzige Chance, zueinander zu kommen und heiraten zu können, war, dass sie sterben. Und die Geschichte geht dann eben nach ihrem vorgetäuschten Tod weiter. Dazu muss man auch sagen, dass das Stück jetzt nicht von Shakespeare ist, sondern von Michael Nirvarani. Und da kann man ja erwarten, dass das Stück gespickt ist mit Pointen wie ein guter Schweinsbraten. Wie ein sehr guter Schweinsbraten. Also es ist ja auch diesmal, es ist meine zweite Produktion mit einem Nirvarani-Stück und es ist einfach schon beim Lesen, beim Proben, also wir haben schon so ein Hetz, es ist wirklich gespickt mit Pointen und dazu kommen dann halt auch noch die verschiedensten Facetten im Spiel, in der Requisite, in der Aktion. Also es, ja, es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Das Stück, man weiß es, Nirvarani spielt gerne, hat eine ziemlich hohe Minutenanzahl. Oh ja, aber das können wir natürlich nicht so übernehmen. Das heißt, ich habe das Stück dann um eine ganze Stunde reduziert. Es ist immer noch länger als ein Durchschnittsstück, aber absolut aushaltbar und wirklich so abwechslungsreich und auch so schnell. Es sind ganz, ganz viele Szenen, Szenenwechsel und eben pointenreich. Es wird nicht lange vorkommen, dafür garantiere ich. Romy und Julia, Schloss, das kann man sich sehr gut vorstellen. Haben Sie die Bühne vom letzten Jahr übernommen? Ich habe zwar die Bühne übernommen und auch die Bühnenbestandteile, aber daraus wird ganz was anderes gebastelt. Also mein Ziel war es, es geht ja um Paläste, sowohl in Venedig als auch in Verona. Und mein Ziel war es, dieses Bühnenbild so an das Schloss, an das Originalschloss, in dem wir spielen, anzupassen, dass man das Gefühl hat, es gehört dazu. Also es wird wunderschön, es wird gut einsichtig von allen Seiten. Es gibt wieder eine obere Etage auch, aber auch in ganz anderer Form als Balkon und die Schauspieler stehen auch nur, also man wird alles gut sehen und man wird sich, wenn man das Bühnenbild sieht, wirklich in diese Zeit Romeos und Julias versetzt fühlen. Ich freue mich drauf.